Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Death Pro Part. In diesem Part. Was? Haben wir ein Level-Up-Team dabei. Und das wird geil. Das wird geil, das wird interessant. Mit dem Deck habe ich tatsächlich. Ach, nicht Licht verpflichtet, bitte nicht. Das wird sicherlich ganz geil, wie ich finde. Ja, doch, 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 das wird geil. Das wird sicher lustig. Mal schauen, ob wir es schaffen, ein paar gute, nice Sachen zu machen. Denn wir wollen bewaffneter Drache, ist auf jeden Fall in dem Deck drin. Wir haben Horus, den Schwarzflammenvogel. Ich meine noch irgendwas. Auf jeden Fall noch irgendeinen Empfänger. Und mehr habe ich keine Ahnung tatsächlich, was ich noch drin hatte. Weißer Drache, Lindwurmstrahl. Der schaut aus. Schwarzer Drache, Kollabstange, der schaut auch aus. Wie ein Deck, das ich mir mal gekauft habe mit finsterer Eruptionsdrache und leuchtender Pulsardrache. Das könnten die tatsächlich sein. Faszinierend. Und lol. Lustig. Der Effekt wird... Er wollte ja gerade meinen Effekt annullieren. Nee, brauchen wir noch gar nicht aktivieren. Was? Wird mein Effekt jetzt komplett blockiert? Okay. Dann müssen wir das tatsächlich anders machen. Dann machen wir das halt auf eine andere Weise. Dann beschwören wir ihn einfach so. Gehen in die Battle Phase, da wissen wir doch ungefähr, was da für Monster sind, ne? Ja. Dann beschwören wir mal Wulflicht verpflichtetes Ungeheuer. Und haben hier auf jeden Fall bewaffneter Drache Level 5 stehen, aktivieren seinen Effekt und können jetzt aus unserem Deck bewaffneter Drache Level 7 beschwören. Oh, das läuft gerade, das ist unglaublich. Wieso läuft das gerade so gut? Das finde ich gut. Ansonsten habe ich nämlich immer Pech. Dieses Mal aber nicht, das finde ich gut. Okay, mein Effekt wurde annulliert, das ist natürlich doof. Kannst ein Monster von der Hand auf den Friesen zerstören, alle offenen, die deinen Gegner konnten, deren Attack kleiner oder gleich den Attack. Das ist cool, weil dann könnten wir bewaffneter... Könnten uns einen zweiten bewaffneten Drachen holen, dank Level-Modulation. Ah, das ist cool. Das ist natürlich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wieso hat er das so beschworen? Da wird irgendein lichtverpflichtetes Monster holen, okay? Aber was willst du jetzt damit machen? Das ist kein Empfänger und das ist kein Empfänger. Du kannst auch keine XYs machen. Und ich glaube, dieses Deck hat keine Fusion oder sowas. Da wir anmerken, ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn ich Lichtverpflichtete sehe, aber ich hasse Lichtverpflichtete. Ja, genau. Natürlich. Als ob du schwarzglänzender Soldat Gesandter des Anfangs hast. Das kannst du wem anderes erzählen, aber nicht mir. Erstmal sind wir dran. Mit dir müssen wir eine Karte zerstören. Das hört sich eigentlich machbar an, ne? Wie machen wir denn das jetzt? Okay, probieren wir es mal. Wir aktivieren... Level-Modulation. Er zieht zwei Karten. Ne, der kommt hier hin. Sein Effekt wird natürlich nicht getriggert, aber wir haben schon mal einen Monda. Wir gehen in die Battle Phase und zerstören mal die Karte hier, ne? Okay. Wir gehen in unsere Endphase. Der Effekt wird getriggert. Und er entscheidet ja jetzt, wen er angreift. Das wird höchstwahrscheinlich hier unseren Horus der Schwarzflammendrachen Level 6 sein. Die Sache ist die, wir werden im nächsten Zug auf jeden Fall einen bewaffneten Drachen holen können. Was ist mal dein Effekt? Kann ich da muss. Einmal pro Spielzug. Will ein Monster auf dem Spielfeld verbannen, das gewählte Ziel offen. Diese Karte kann nicht in dem Spielzug angreifen, okay. Was, falls diese angreifende Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört nach der Schadensberechnung? Sie kann es sofort ein zweites Mal angreifen. Ach, das ist doch lächerlich. Wieso habe ich eigentlich verräterische Schwerter nicht aktiviert? Warum habe ich das nicht getan? Das war ja richtig dumm. Ach ja, weil ich mit Horus ja ein Monster... Das hätte ich aber im zweiten... Oh, war das dumm.
Wow. Ich liebe mein Leben. Wieso bin ich so kacke? Nein, das bringt mir nichts. Wir aktivieren mystische Raumteufel und zerstören unsere eigene Karte. Cool. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir verloren. Cool. Teilweise ist das schon echt schlimm, wie wir manchmal zerstört. Als ob der aber auch schwarz. Ich meine, das gehört, glaube ich, in das lichtverpflichtete Deck rein, aber trotzdem. Wir haben jetzt nicht ernst. Oh Mann, ey. Was haben wir denn jetzt schon wieder nur für Scheiße gezogen? Das ist doch kacke, ganz ehrlich. Das Deck ist auch nicht gut, ne? Wie. Okay. Sehr interessant. Topf der Begierden. Er hat nur noch 22 Karten. Nee, da ist er dann. Da kann der irgendwie was. Hä? Kann er damit irgendwie in irgendeiner Form arbeiten? Mit verbannten Monstern? Oder warum tut er das? Es würde zumindest Sinn ergeben. Ich habe noch nie gegen Atlantisch gekämpft. Das ist mir auch gerade komplett neu. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Atlantische Scharfschütze. Aha. Alle mit 0 Verteidigungspunkten, also. Nee, der nicht. Ja, aber das ist ja auch irgendwie was anderes. Und er hat irgendeine Kombi. Ich sehe schon, das wird wieder nichts. Also meine letzte Hoffnung ist hier. Eigentlich haben wir keine Hoffnung, genau genommen. Jawohl doch. Wir müssen jetzt Horus der Schwarzwarmdrache Level 3 ziehen. Level 4. Ja, Level 4. Oder? Du kannst. Wie viele Monster will er jetzt eigentlich noch holen? Hallo? Viel Angriffskraft hat er. Er hat einfach zu viel. Der hat mich in einem Zug 7.004. Hat mich in einem Zug besiegt. Das ist doch lächerlich. Genau das meine ich nämlich immer mit. Ich kann Yu-Gi-Oh! Aber ich kann nicht solche Kombis. Habt ihr gesehen? Er hat uns in einem einzigen Zug vernichtet. Vernichtet, aber komm. Okay, wir hatten eine Scheißhand, das muss man dazu sagen. Unsere Hand war absolute Kotze. Aber trotzdem. Es ist halt einfach Kacke, wenn sowas passiert. Es ist einfach Kacke. Das finde ich gut, was du gerade gemacht hast. Jetzt habe ich aufgestiegen gezogen. Damit kommen wir schneller an unseren Horus ran. Ein Synchro-Empfänger-Monster. Oh nein. Was machst du jetzt? So eine Synchro fände ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so geil, muss ich sagen. Das wäre kritisch. Und wäre auch nicht gut für uns. Was ist das? Einzelfeuerblüte. Hä? Beschwerdemonster vom Typ Pflanze. Ja, genau. Was? Du kannst ein offenes Monster vom Typ Pflanze als Tribut an Beschwische. Hä, der kann ja richtig krasse Pflanzen damit rufen. Und du hast irgendwas, womit du die wiederholen kannst. Ansonsten würdest du die jetzt nicht alle auf den Friedhof schicken. Das wäre ansonsten ziemlich dumm. Bitte was? Warum? Ausgerechnet Spore. Ach ja, wer kennt sie nicht, die Spore. So, rufen wir Horus, der Schwarzflammendrache, Level 6. Setzen bebende Spiegelkraft. Setzen Angriff annullieren. Setzen Ruf der Gejagten. Wenn wir das verkacken, ne? Also, das geht eigentlich gar nicht. Das ist ein Empfänger. Oh lol. Das sehe ich erst jetzt. Endphase.
Horus, der Schwarzflammendrache, Level 10, bitte. Level 8, nicht Level 10. Level 10, du bist auch Level 10. Wieso habe ich hier eigentlich keinen Xyz drin? Frage ich mich gerade. So ein Xyz wäre eigentlich hier gar nicht mal so schlecht, wenn die Level 8 sind und sowas. Hallo, Level 8 Xyz machen. Das wäre schon sick. Und warum Cyberdrache? Also warum in Angriffsposition, meine ich damit, besser gesagt. Und was kann er damit machen? Ich finde es sehr interessant, das sind nämlich beides GX-Karten. Das finde ich lustig. Füge deine Mannschaft von... Ja, du machst gar nichts. Machst du gar nichts, machst du? Nein, möchte ich nicht aktivieren. Ja, dann annullieren wir gleich mal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, jetzt bin ich schon wieder in Batman reingekommen, aber was soll's. Was hat der Löwenzahn? Warum? Oh. Das sieht nicht gut aus. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Der kann jetzt prinzipiell ein Stufe 12 Monster rufen. Oder er ruft Cyberdrache Nova. Hat er, was hatte der für einen Effekt? Oh, Cyberdrache unendlich. Okay. Ja, wir haben noch einen Angriff annullieren und wir haben noch eine bebende Spiegelkraft. Bis jetzt habe ich noch nicht wirklich Angst. Aber ich vergesse wahrscheinlich irgendeinen Effekt. So wie ich mich immer kenne. Was? Natürlich wurdest du auf den Friedhof gelegt. Nee, wüsste nicht. Hä, hey, warte, wo ist der jetzt? Ich bin gerade nicht wirklich zum Xyz-Material von ihm geworden, oder? Dem Anschein nach schon. Warte mal, kann man das nicht sogar sehen? Ja, natürlich bin ich zum Xyz. Ach du. Du dreckiges Kackding, du. Greif mich an! Und du wirst mir eben eine Spiegelkraft so in deine Fresse gedonnert bekommen, dass du nicht mehr weißt, wo oben oder unten ist. Alles puff! Weiß diese scheiß Cyberdrache-Unendlichkeit weg. Ich will das Ding nicht mehr sehen. Nein, nein, nein. Nee, der kann doch gar keine Synchro machen, oder? Zumindest bis jetzt noch nicht. Außerdem möchte ich natürlich ein Stufe 3 Monster, Stufe 3 Synchro-Monster. Jetzt kann man ein Stufe 6 Synchro-Monster rufen. Prinzipiell auch Stufe 7, je nachdem, was für. Ja, doch, natürlich kann er Stufe 7 rufen. Aber er ruft. Die Karte kenne ich doch. TG Hyperbibliotheca. Okay. Formel synchron. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht, dass Formel synchron hier ist. Ich will nicht, dass der da ist. Ich will, dass der weg ist. Was macht der jetzt? Battle. Okay, er macht den Fehler und greift an. Bebende Spiegelkraft. Wird gleich getriggert. Das ist schön. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Bebende Spiegelkraft, Pam. Alle deine Monster werden verdeckt und nützen dir nichts mehr. Yay! Ich meine etwas. Ich kommentiere diesen Part gerade unglaublich komisch. Das merke ich gerade selber. Ich weiß nicht warum, aber ich. Was hat er jetzt wieder für einen Effekt? Nee, noch nicht. Ich hätte auf Angriff annullieren gehen müssen, ne? Wie, der greift nochmal an. Ach, ich hasse dieses Spiel, ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur Kacke. Ja. Endphase. Mann, das Spiel macht mich gerade echt sauer, ne? Das Spiel macht mich gerade echt.
Sauer. Oh Mann, das ist doch... Das kann doch alles nicht wahr sein. Kann es sein, dass er jetzt... Nee, er ruft jemand ganz... Jetzt sind wir RIP. Jetzt sind wir RIP. Jetzt können wir es vergessen. Jetzt macht der Angriff annullieren weg. Bewaffneter Drache weg. Hat 2700, 2700. Das reicht so um 100 Punkte nicht. Aber damit hat er uns an der Eier. Oder? Ich denke schon. Hey, wieso hat er jetzt nicht den bewaffneten Drachen da vorne zerstört? Ist egal. Der hat uns an der Eier. Nee. Nee, wisst ihr was? Wir geben jetzt auf. Wir beenden dann schnell auch den Part. Weil das wird heute nichts mehr. Das Level-Up-Team. Level-Up ist so und so kritisch. Ich glaube, die sind auch allgemein nicht gut. Wir beenden lieber einfach den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.